So, da sind wir wieder. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Pokémon? Status. 7 und 12 AP. Ne, ein paar Trainer können wir noch besiegen. Also so 2 oder 3 Trainer können wir noch besiegen. Danach müssen wir aber wieder zurück, weil die AP leer sind. Ach Gott, Alter. Selbst die Verbrennung schafft es nicht, meine Pokémon schneller fertig zu machen, als der Verlust der APs. Das ist so traurig. Erstmal was trinken. Wenn das passiert, ich habe keine Ahnung. Ich trinke gerade Kaffee. Brüll. So, was? Petro wurde besiegt, da war wohl verhindert ein Ibitag. Gut, dann nehmen wir mal wieder Psystrahl. Oh mein Gott. Oh, ich hab mir. Oh, wir hatten gerade einen X86. Ja. Warum sagt er das eigentlich keiner? Oh, jetzt habe ich nochmal Psystrahl benutzt. Oder? Ich weiß nicht. Vogelfänger wurde gefangen. Sehr schön. Das war eine Bruchlandung. Dein ganzes Leben war eine Bruchlandung. Warte mal kurz. Ich versuche jetzt mal ins nächste Dorf zu schleichen. Vielleicht habe ich das, ja? Okay, da unten ist einer, da oben ist noch einer. Ich muss also. Hey, wie soll das gehen? Okay, also von dem her muss ich einen besiegen. Oh, doch nicht. Wie sagt noch? Ah, schon das Fleisch weg. Oh, sehr schön. Gefällt mir. Oh, finde ich geil. Hey, ihr habt es geschafft. Hallo. Gut, dann gehen wir nämlich mal direkt zum Pokémon Center und erledigen dann erst die nächsten Gegner. Weil ich glaube mal, der Weg zurück zu Lavania Town, der wäre viel länger. Und so geht es ja zum Glück relativ schnell. Tadadam. Hier gab es ja auch schon ein Haus mit der Trophyangel, oder? Safari-Zone ist sehr alt, aber möchte noch Dienst, allerdings nur ein Glück. Und hier ist mein alter Herr. Hast du das? Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel, ist schon aktuell klein, wirklich Stall gesammelt. Ja, so richtiger, wie sagt man? Messi. Messias. So, schönen guten Tag. Ich hätte gerne alle meine Pokémon gesammelt. Geil. Du Hure. Oder war das hier mit der Profi-Angel? Mit der Super-Angel. Mit der was auch immer Angel. Ich bin der ältere Bruder des. Ah, ja, doch, der war das. Ich liebe Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, klasse. Du bist mir auch sympathisch. Nimm das hier und gehe. Eschger hält einen Profi-Angel. Jetzt haben wir alle drei Angeln. Da hat etwas angebissen. Ach so, ich muss jetzt gegen die kämpfen. Upsala, da war ja was. Ja, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Goldini, Goldini. Goldini, Goldini. Goldini, Goldini. Dini, Dini. Ich bin Aladini. Ey, komm, weg. Bock. Wir wollen ja jetzt hier noch nicht noch unnötig unsere AP verschwenden. Für ein Pokémon, das wir eh nicht fangen wollen. Von daher, fuck the shit. So, jetzt bewegen wir mal die restlichen Trainer da vorne. Da unten, da links, rechts und unten.
Na, 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 na. Schönen guten Tag, junge Dame. Falls du darin möchte helfen. Konfusion. Was will der runter draußen? Mirapla. Knochenza, Knochenza. Mirapla, Mirapla. Ich müsste mal so ein Sprecher von Pokémon werden. Als wäre die garantiert die geilsten Vertonungen. Pikachu! Hast du keinen Klammerangriff? Ist ja hässlich. Ja, ist ja gut jetzt. Ja doch. Ah. Danke. Immer diese Klammerangriffe, die so ewig dauern. Eigentlich ist es eine Speed-Taste. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Ja, weil die dich dafür umbringen wollen. Das ist Lärmbelästigung, Junge, das ist Ruhestörung. Geh mal kacken hier, Vogelfänger möchte kämpfen. Oh, ein Tauboga. Na, da gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Tschüss. Tauboga wurde besiegt. Aber das klingt gerade so, als wenn es draußen ringen würde. Ne, tut's aber nicht. Sehr schön. Porenta. Müsste das Ding, was er da im Mund hat, nicht grün sein? Grün und weiß? Wie stark ist denn das? Porenta ist aber auch ein relativ starkes Pokémon. Okay, auf jeden Fall ist es weg. Oh, ein Dodo, ein Dodo, ein Dodi, Dadu. Eine To-Do-Liste, so. Oh! Und noch ein Taufi. Moment mal. Taufi hatte gerade einen höheren Initialwert als meine Konfusion. Digga, was ist mit dem los? Hat der gekifft? Was ein Huso. Konnichiwa. Oh! Gut, dann nutze ich auf jeden Fall Konfusion. Nein, Psychstrahl. Weil das Viech ist noch relativ stark. Das macht richtig hart Damage. Okay, das wiederum nicht. Boah, das. Ich nehme gleich von Vita San Andreas mein Jagdgewehr, ja, und knallt draußen die Köter ab. Warum setzt er am Anfang das stärkste Pokémon ein und setzt jetzt lieber einen schwachen Pokémon? Macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich verstehe ich das nicht. Könnt ihr miteinander aufhören? Tschüss. Kann ich dir auch von mir fragen, mal gut sein, auch schon getauscht habe? Tja. Man sollte halt nicht gegen was tauschen, gegen die Alter. Nee, egal. Lass einfach kämpfen. Oh, Duflor. Ist Duflor, hat Duflor eine hohe Verteidigung? Wir probieren es einfach mal aus. So, Konfusion, bam. Ist ja Pflanzen-Pokémon, ne? Kann also nicht so viel aushalten. Sag gestoppt. Attacke ist sehr effektiv. Also, Duflors Stimme nachzumachen ist echt das Einfachste, da muss einfach nur total bekifft klingen. Duflor, Duflor. So, wenn ihr auch besiegt. Ich bin die Pfadfinderin. Nicht gut genug. Ja, du wirst doch nie gut genug, Bitch. Um gegen mir zu gewinnen, musst du immer 10 Jahre vorher kommen. Also, wenn du 10 Jahre vorher kommst, musst du nochmal 10 Jahre vorher kommen. Oder nochmal.
Warum sitzt eine Pfadfinderin oder warum ist eine Pfadfinderin genau neben einer Schönheit? Will sie, dass ihre Schönheit abfärbt? Die strahlt. Bei Level 30, ne? Also Level 29, kann man schon mal Zuschauer benutzen. Außerdem haben wir so viele AP davon. Es ist mittlerweile sowas von egal. 16, 13, ne, siehst du. Passt doch. Bye bye. Ich habe es mir aber nicht vorgestellt. 2000 EP. 2000 Dollar. Also wenigstens gehen diese Schönheiten gut Geld, ne? Wenn du verlierst, gibst du mir dein. Das garantiert nicht. Vorher schieße ich dich tot. Bikers Morgon. Na gut, dann bleib ich nochmal wieder bei hier, Psystrahl. Ne, Gift-Pokémon, da sollte man immer ein bisschen aufpassen. Weil Gift ist halt nicht so schön, habe ich gehört. Slimer. Kommt ihr auch nur mit Slimog? Alter, Slimer sieht hier in der Version so ultra süß aus. Smogon. Ah ne, Smogon. Smogon kam davor. Alles gut. Hab ich's gesagt. Volltreffer. Ja, leck mir am Arsch. Über 1000 EP, das war nicht schlecht. Das darf nicht wahr sein. Konnichiwa. Hey Kleiner, lass uns kämpfen. Ich hab den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als mit Party rumzustehen und wildfremde Leute anzusprechen. Falka möchte Schmieder zum Bobbern. Also Schmieder gibt Pokémon? Ah, egal, immer noch machen. Na komm, ich versuch's mal so. Ist ja bloß Level 25, da sollte das eigentlich funktionieren. Level 54. Sparkwalk. Ja, ich bin so müde. Oh, wir haben 150 Verteidigung. Also KP. Das ist nicht schlecht. Das ist nur wirklich nicht schlecht. Da kann man schon ein bisschen mitmachen. Schon ein bisschen mit anfangen. Hm. Schon wieder Slimer. Wo haben die alle nur diese Schleim her? Haben die ihren Kill ausgekerschert oder was? Ist ja schlimm. Warum habe ich verloren? Ja, ganz einfach, weil ich gewonnen habe. Konnichiwa, Lady. Du siehst Li. Ist das ein I oder ein L? Du siehst Lamfro. Iamfro. Ah doch, der Lamfrom. Du siehst Lamfrom. Was auch immer das Wort bedeutet. Dann hab ich eine Chance. Digga, du hast gleich eine Chance bei mir im. Ist ja gut jetzt. Aus jetzt. Aus. Oh, ist fast dran. Ich dachte, das ist eine Schönheit. Taubsi auf Level 29. Wir versuchen es einfach mal. Und wenn nicht, geh ich halt heulen. Bis hat gereicht. Alles gut. Torboga? Na, da reicht auf jeden Fall nicht. Da gehen wir mal direkt hier Psych dran. Dem gehen wir direkt Saures. Da gibt es die mir nämlich Süßes. Da gibt es die Sauer. Wolf im Schafspelz. Na klar. Was ich bin? Ich bin im Minigun in Taschenformat. So sieht es nämlich aus. Schönheit setzt Torboga ein. Okay. Die Schönheit ist verhässlich, hat aber schöne Pokémon. Okay, Pokémon sind hässlich. Ich hasse dich. Scheiß Torboga. Fick dich. Arschloch, Penner. Kuchenlippensohn. Knuddelluff. Oh, das will ich direkt schlafen legen. Ne, so die ganzen Pokémon, ne, so, oh Gott, ey. Na, alle diese rosanen Fischer halt. Knuddelo, Pipi, Pummelo,
Bei diesen Pokémon sollte man generell aufpassen. Die haben, wenn die Trainer sie gut trainieren und die richtigen Attacken auswählen, echt gute Attacken. Später bekommen die ja auch noch einen extra Typ, da sind die ja nicht mehr Typ Normal, sondern Typ Normal Fee. Und das sagt schon alles aus. Also, ne, gegen Feen, da sollte man definitiv schon eine Minigun parat haben. Also, da ist aber hier nicht Kirschen. Gut, Kirschen nicht, süß Kirschen nicht, echt, das ist egal. Smash the A-Button, yay! Vogelfänger. Vogelkämpfer, Habitak, Mann. Hibitak, Alter, ist mit nur los. Oh ja. Aber Habitak ist doch die Erdentwicklung. Warum nutze ich da überhaupt Psystrahl? Das ist die Weiterentwicklung. Da muss ich Psystrahl benutzen. Alter, unsere AP geht schon wieder zur Neige. Aber es müsste doch der vorletzte, also nee, der vorvorletzte sein. Ach nee, wir haben noch mehr da oben. Da oben rechts. Da sind wir an diesen bei Typen da vorbeigeschlichen. Tja, dann müssen wir mal am besten noch. Was? Haha. Du Noob. Ich glaube, da müssen wir nochmal zum Pokémon Center gehen. Und da AP gehen aus. Ach ja. Konnichiwa. Los, lass uns kämpfen. Auf die Kämpfen. Auf die. Was? Alter, das Wetter, ey. Ich möchte einfach nur sterben. Bye, bye. Hacke ist sehr effektiv. Sehr schön. Hier sind auch noch welche. Oh ja, auch noch zwei. Da sind zwei, links, rechts davon sind noch zwei. Und unsere AP reicht dafür definitiv nicht aus. Gut, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir nochmal tatsächlich nochmal zurück zum Pokémon Center. Sicher ist sicher. Deswegen verhüten. Auch bei Pokémon. Denn auch wenn du. Ist ja egal. Wir wollen jetzt hier nicht zu sehr abdriften hier in eine Art. In eine. Ich meine ja. Ich weiß. Mit Tieren kann man. Wenn man. Eigentlich nein, kann man nicht. Also, sollte man nicht. Also, ich meine. Alleine die Vorstellung, was da rauskommt. Mit einem Hund. Was kommt denn raus? Ein Hund mit einem Menschenkopf? Oder ein Mensch mit einem Hundekopf? Nicht schön, gar nicht schön. Nein. Heilen! Heil Pokémon! Cool, ist halt wieder vorbei! Yay! Halt, wir können direkt da lang gehen. Boing! So, können wir direkt mal speichern. Können wir das mal auf? Wenn man mit irgendwas nicht sparsam sein sollte, dann mit Speichern. Aber Ronny, zu oft speichern, nutzt doch die Festplatte ab, Digga. Dein Hirn nutzt die Festplatte ab. Aber Ronny, ich hab doch gar kein Hirn. So. Hast du schon von dem legendären Pokémon? Welche von den vielen? Also es gibt so ungefähr. Also alleine in der ersten Generation gibt es, glaube ich, mindestens fünf legendäre Pokémon. Mew, Mewtwo, Arctos, Zapdos, Lavados. Und dann gibt es ja ein Pokémon, das in der ersten Legion, klar. In der ersten Generation zwar schon auftaucht,
aber da offiziell noch nicht dazugehört, außer dieser Mo, Ho, Homo, dieser Homo, ne, hier Homo Sapiens Sapiens, das Ding, was bei Pokémon im Anime in der ersten Folge ganz zum Ende kommt. Ist ja auch noch ein legendäres Pokémon. Also es gibt alleine in der ersten Generation 6 legendäre Pokémon. Also welches? Digga. Wenn ihr mir schon mit Informationen ans Ohr schwatzt, dann werdet wenigstens bitte konkret, okay? Oder geh einfach beiseite. Wo haben die alle diese Motorräder her? Ich will auch ein Motorrad haben. Warum krieg ich wieder ein Fahrrad? Scheiße. Limog. So, jetzt noch die letzten drei und dann haben wir die Strecke hier auch erledigt. Oder ist da oben noch einer? Mal gucken. Ein Pokémon-Kampf? Cool. Leg los, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel, Digga. Ich geh dir gleich mal Kumpel auf die Nuss, du. Nuss, du. Ich möchte kämpfen. Backup und Smogon. Oh, Alter. Ey, Leute. Ich freue mich schon irgendwann. Siehst du, eigentlich könnte ich ja mal zur Feier des Let's Plays, also weil ich es jetzt als Let's Play mache, könnte ich ja wirklich mal versuchen, alle legendären Pokémon zu fangen. Also Mewtwo, Arctos, Zapdos und Lavados. Und dann können wir ja mal versuchen, mit denen die Liga durchzuspielen. Also die Liga, also hier, die, Quatsch, Mann. Die vier, die fantastischen vier oder die vier halt. Und dann am Ende natürlich hier auch noch Gary. Mit Arctos, Zapdos und Lavados wird bestimmt geil. Da würde ich mal sagen, war Arctos, Zapdos, Lavados, dann auf jeden Fall noch Pikachu. Nee, Pikachu kann. Pikachu fliegt als erstes raus. Also Arctos, Zapdos, Lavados, Mewtwo, da haben wir noch zwei Slots frei. Dann nehmen wir auf jeden Fall Smetbo. Und dann würde ich mal sagen, können wir eigentlich noch. Ja, doch, wir können auch noch Taubsi im Team lassen zum Fliegen. Ich meine, wir können auch eins der anderen drei, also Arctos, Zapdos oder Lavados, können wir auch Fliegen beibringen. Aber ganz ehrlich, nee. Wie gesagt, wir haben eh noch einen freien Slot, von daher. Oder wir holen uns noch einen Abra. Wie viel Sinn das macht, weiß ich gerade nicht. Okay, da müssen wir eine Trainingswiese. Die braucht keiner. Ich glaube, das machen wir tatsächlich so. Dann holen wir uns einen Abra. Level dir noch ein bisschen hoch. Müssen wir dann ja sowieso. Dann haben wir zwei starke, richtig starke Psycho-Pokémon. Und zwar, ne? Abra. Nee. Ja, Simsala kriegen wir leider nicht. Ich meine, Abra entwickelt sich ja zu Kadabra. Aber um Kadabra, wie gesagt, zu Simsala zu entwickeln, dann müssen wir tauschen. Und das geht leider natürlich nicht, weil ich keinen Tauschpartner habe. Yay. Aber wie gesagt, Kadabra reicht auch schon aus. Der hat auch schon heftige Attacken. Gut, andererseits, wenn wir sowieso Mewtwo holen. Mewtwo ist ja auch Typ Psycho. Von daher hätten wir da quasi drei Psycho-Pokémon. Ich meine ganz ehrlich, warum nicht? Psycho ist definitiv das Stärkste, was man fast da haben kann. Also, mit Psycho machst du einfach alles platt. Oh nein, Pipi. Pipi! Albträume werden wach, direkt schlafen legen. Schön, dann hätten wir quasi drei Psycho-Pokémon und dann halt noch Blitz, Wasser und Feuer. Da sollten wir eigentlich gut durchkommen. Vor allem, ich weiß gerade nicht. Ja, gute Frage eigentlich. Also wie gesagt, wir haben dreimal Psycho, dann haben wir einmal Wasser, Eis, Blitz und Feuer.
Fehlt denn noch irgendwas Wichtiges? Nö, ne? Eigentlich nicht. Aber ich glaube, wir lassen Abra doch raus und bleiben lieber doch bei Taubsi, weil wir sagt, ne, dann können wir nämlich auch fliegen. Haben wir jetzt hier alle? Tatsächlich, geil, wie cool. Dann können wir nämlich fliegen. Wie gesagt, mit Abra könnten wir uns zwar auch in die letzte Stadt immer teleportieren, aber Fliegen ist definitiv sinnvoller. Da bleiben wir also doch bei Smetbo und Mewtwo. Das reicht definitiv aus. Dann haben wir zwei richtig starke Psycho-Pokémon. Und wie gesagt, Mewtwo bekommt man, glaube ich, mit Level 70. Also auf Level 70. Arctosaptos und Lavados weiß ich gerade nicht, ob die auch auf Level. Die sind, glaube ich, Level 50 oder sowas. Level 40 oder 50 oder irgendwie so in dem Dreh, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die alle schon relativ stark gelevelt. Ja, gut, Level 50 ist jetzt nicht so stark. Aber Mewtwo mit Level 70 ist dann doch schon relativ stark. Gucken wir einfach mal. Da gucken wir einfach mal, was die Zeit so bringt. Danke! Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Bitch. Gut, das sprechen wir direkt mal. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir hier in der Stadt so machen können. Eine ganze Menge. Eigentlich nicht. Also wir können die Arena besiegen. Oh Gott, und dann gibt es ja hier auch noch diese komische Kakalde da oben. Safari-Zone, genau. Die Savalira-Zone. Die Verliererzone. Bis dann.